Hallo, guten Tag. Hallo. Tja, wir sind hier wieder mal in Goslar. Es ist der 26. Juni 2023. Ich vermute, es ist 12:15. Ja, kurz vor eins. Okay. Kurz vor eins, das genau. Ist hier, ich habe keine Uhr und irgendwann ist man das gewöhnt, die Zeit in etwa abschätzen zu können. Ja. Ja, es ist ein bisschen bewölkt, ja, es soll auch noch regnen und wir gehen jetzt wieder über den Schützenplatz. Mhm, das, was mir gerade mal so aufgefallen ist, ja. Hinter uns hier, da ist ja diese Schützengesellschaft, ne? Ja. Musst du mal gucken, privilegierte Schützengesellschaft Goslar von 1220 e.V. Das heißt, diesen Verein gibt es seit über 800 Jahren. Mhm. Und das schafft kein Wirtschaftsunternehmen. Es gibt kein Wirtschaftsunternehmen, mhm, was über 800 Jahre alt ist. So, Respekt. Los geht's. Jo. Regnen soll es ja auch heute, ne? Mhm, habe ich gesagt, ja. So um 2:30 rum. Gehen wir links rum, da durch den Haupteingang. Hier sind sie ja jetzt auch zugange. Guck mal, hier kommt ein roter Teppich hin. Ja, lass uns da anfangen. Und wie? Ja, da, jetzt da. Na, lass uns doch hier einmal durchgehen. Dann haben wir doch die Meile schon erfasst, weil die wird ja eigentlich immer zuletzt fertig, ne? Also diese Wagen hatten wir ja schon gezeigt. Und bevor die mit ihrem Business anfangen konnten, haben die erstmal richtig Geld ausgegeben. Da ist ein Zugwagen vorne dran mit Stauraum, ja. Und zwei, wenn ich das so richtig gesehen habe, die haben zwei solche Wagen. Ja. Stimmt's oder nicht? Hier Fashion Worldwide. Weiß ich nicht, einen sehe ich nur. Das musst du mal erstmal anschaffen. Ja. Dann sind die total pfiffig gemacht, die kannst du absenken. Ja. Und die brauchst du gar nicht auspacken. Du kannst die komplett, das ist ein richtiges Geschäft, wenn du so willst, ja, eine richtige Geschäftsfläche. Mhm. Und wenn du dann die Tage sind zu Ende, die wollen wieder wegfahren, dann heben die den wieder an und dann sind die Reifen wieder fahrbereit. Mhm. Also bevor du mit dem Geschäft da den ersten Euro einnimmst, wenn du so ein Business startest, hast du erstmal massig Ausgaben. Mhm. Da musst du erstmal eine Bank finden, die an dich glaubt. Ja. Gute Banken gibt es auch gar nicht. Es gibt nur gute Banker, gute Sachbearbeiter. Man braucht also jemanden, der bereit ist, für dich die Hand ins Feuer zu legen. Mhm. Und gerade bei Banken wackeln die Stühle doch ganz schön, ne? Mhm. Mit ruckzuck. Hallo. Hi, hallo. Oh Gott, so viel Arbeit noch. Boah. Sie sind im Training, ne? Ja, gehört so. Na, dann gehen wir hier mal quer, weil da oben ist ja nichts. Ja, im Augenblick stehen sie ein bisschen doch kreuz und quer. Hier wird dann wahrscheinlich wieder ein Eingang gebaut, wie letztes Mal, so mit Holzplanken. Warte mal. Also der steht ja jetzt quer. Sollen das hier eigentlich zwei Einkaufspassagen werden? Das wäre ja pfiffig. Nein, nicht immer so? Nein, es ist anders. Es ist wie letztes Jahr auch, dass hier geradeaus, was wir jetzt sehen, hier wurden dann Planken aufgebaut. Aha. Und das ging dann hier weiter rein. Dort, wo wir eben gerade lang gegangen sind, dann kam man dann auf diese Meile. Ja, und dann hatte man hier, so, ich muss mal langsam schwenken, sonst wäre da ja alle plummerant. Übrigens, so, wenn die Kamera ein bisschen höher ist, sehe ich nicht so dick aus. Das geht nicht. Dann klappt es nämlich wieder um und dann sind wir nur drauf. Hm. Ne? Das hat schon seinen Grund. Na gut. So, und dann war hier auch noch eine Meile und dann dahinter auch. Ja, ganz schön drückend. Eklor? Ach so, da kann man mit so einem Greifer irgendwas rausgreifen, Teddys oder so, ja? Ja, ja, ja. Mann, was ist denn das hier? Früher war das ja angeflogen. Das war ja der Witz zur Corona-Zeit noch. Da hat das einer in Großbritannien gemacht mit diesen Greifern. Der hat nämlich da nicht Kuscheltiere reingetan, sondern der hat da Toilettenpapierrollen reingelegt. Oh. Und die hat man dann mit dem Greifer greifen können. Ja. Da war richtig was los? Ja, das war der Joke schlechthin, ne? Toilettenpapierrollen cool, rein. Sehr cool. Das war ja der große Hype, mhm, ne? Zur Corona-Zeit, als es losging. Ne? Alle irgendwie sehr, ne, komisch, ja, waren auf Toilettenpapier. Ja, hier hat sich immer noch nichts getan, aber das wird noch kommen. Da, es ist wieder einer dieser Wohnwagen, die mich völlig faszinieren.
Ja, aber den kannst du denn... Diese, was vorne dran ist, das, ja, das ist doch bestimmt... ja, das ist so. Das ist doch bestimmt halbdurchlässig. Ja, ja. Für ja. die ist das wahrscheinlich eine riesen Fensterfront, richtig? Ja, aber die werden wahrscheinlich, weil da vorne kommt ja richtig eine Zugmaschine dran, da werden sie auch nicht viel sehen. Das ist also aerodynamisch gebaut, also so windschlüpfrig. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass man da rausgucken kann. Und wenn du da eine Zugmaschine dran hast und die sind unterwegs, dürfen die sich ja hinten sowieso nicht aufhalten. Ja, du darfst dich im Anhänger nicht aufhalten bei der Fahrt. Ja. Die Kartoffel, das ist neu. Ja, nee, das haben wir schon gesehen. Maiskolben und Süßkartoffeln, Pommes, Kartoffelpuffer. Mhm. So, oh, Elas Knall, kleine Kneipe. So, hier sieht man, jetzt ist hier die Bedachung drauf. Links ist Essen und rechts ist Trinken. Ja, genau, da vor ein paar Tagen war da noch nichts. Hallo. So. Und hier ist man immer noch am Streichen und alles hübsch machen. Toontown? Ja. Hier wird alles schön gemacht noch. Ja, ja, sag ich eben. Bis auf den letzten Augenblick. Ja, der hat ja der Dampf drauf. Hallo. Ja, schickes Bike. Pizzeria Mamma Mia. Schnupper, sag mal, probiert man schon was aus? Hallo? Ja, lassen die Öfen warm laufen. Pizzeria Camembert, hab ich noch gar nicht gehört. Ja. Pass auf, pass auf, pass auf, Schatz. Ja, er kann ja lenken. Ja, macht das denn auch? Ja, sollte man. Oh, das scheint neu zu sein. Es ist allerhand passiert. Wir waren jetzt einen Tag nicht hier, ne? Ja. Hier die Creperie, die steht jetzt hier. Jo. Ja, das war alles schon. Sag mal, dieses Entenangeln, das ist ja die ganze Zeit leuchtet das. Jo. Kann das sein, dass die Photovoltaik irgendwo drauf haben? Dass sich der Stecker praktisch gar nicht ziehen lässt? Sehe ich nicht. Warte mal. So, jetzt haben wir hier wieder den Breakdancer. Tja. Oh, der ist aber weit. Lass mal gucken. Ja. Sieht toll aus. Ja. Hier in der Mitte, da sind auch so wie Diamanten oder so, ja? In tollen Farben. Also es ist schon visuell ein Magnet. Also ohne, dass sich was tut. Ja, weiter geht's. So. Oh, gehen wir mal rechts. Hier in Thailand oder was? Das musst du dir erstmal alles zulegen hier. Ja. Ja, und dann brauchst du mal neue Reifen, ja? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Hier wird eine Mini-Spielhülle aufgebaut. Ah, eine Spielhalle, Play It. Ja. Da zittert der Finger. Teddy to go. Ja. Vorsicht hier mit der Stufe. Ja. Hallo. Hier kommt dann die Kasse hin. Da sind sie schon dran. Hier werden sie wohl die Kasse aufbauen. So viele Elemente. James Dean, ja, Tatzebacke. Ja, ja, ich weiß. Da steht ja drin, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, genau. Sag mal, die jungen Menschen von heute, da kennt doch keiner mehr James Dean, oder? Das weiß ich nicht. Also, als wir jung waren, da hatten eigentlich so ziemlich alle Teenies, die weiblichen jedenfalls, James Dean Poster in ihren Zimmern. So, jetzt haben sie das Ding mal um 90 Grad weitergedreht.
Aha. Und dann kann man mal so ein bisschen sehen und vorstellen, wenn man da oben in dem Sitz drin sitzt, was einem da erwartet, ne? Ha. Oh, Backe. Ja. Nicht meine da Welt. Da sind schon diese Gewitterköpfe oder was am Himmel. Ja, ja. Oh. Ja. Na, wir werden es live sehen. Oh. Ah, da ist schon wieder was Neues geliefert worden. Das sieht nach Krake aus. Also ich bezweifle auch, dass junge Menschen von heute die James Dean-Filme überhaupt kennen. Und ich weiß auch nicht, also jede Generation hat so ihren Typ, der dann gerade besonders attraktiv auf alle wirkt. Ja? Und ob James Dean heute noch so angesagt wäre, ich weiß gar nicht, wo welcher Typ jetzt angesagt ist. So, also ihr seht, die Krake wurde schon zum Teil geliefert, aber noch nicht zusammengebaut. Die wird dann also hier wohl positioniert werden. Ja, hier hat sich noch nichts weiter getan. Ja, aber da gibt es auch nicht viel. Doch, es gibt noch was. Doch, die doch, Rückwand, ne? Ja, mindestens. Aha. Da fehlen auch, glaube ich, noch Waggons drin. Ich gucke mal hier aber an der Seite. Das stand genauso schon. Auszeit. Ja, das sieht so nach einem Bierlokal aus. Ja, da aus. Ist noch was zu tun. Ja. Das hier, Beköstigung? Ja, habe ich schon gesagt, eben gerade so eine Art Bierlokal wird das werden. Auszeit? Ja, vermute ich mal. Ja, stimmt. Wodka, Havanna, das geht also hier um Getränke. Mhm. Aber ich glaube, so eine große Außenfläche brauchen die gar nicht bei den Getränken. Das ist ja alles High Voltage. Mhm. Hm? Das hält man nicht lange durch. Also ich würde das zumindest nicht lange durchhalten. Happy Clowns. Das wird noch aufgeklappt werden. Dann zeigt es sich in voller Pracht. Hier auch wieder so ein Wohnwagen, ja. Der beidseitig ausfahrbar ist. Ja? Ja. Fantastisch. Ja. Richtig hübsch jetzt hier. Guck mal, mit Blümchen oben. Ja, ja. Sehr hübsch. Ah, hier sind die ganzen Kuscheltiere. Ach, herrje, da kriegst du ja auch eine Meise. Wenn ja. Du das erstmal alles aufbauen musst. Wir sind ja nun schon ziemlich weit hier. Ja, ja. Aber Spielhülle das haben der. Die wahrscheinlich erst alles aufbauen müssen. Mhm. Oh, schrecklich. Oh, Backe. Aber du kannst dich gar nicht satt sehen, ne? Ja. Hallo. Hallo. Mit Steckdosen. Ja, hier hat sich nicht viel getan. Jedenfalls das, was man sieht. Ja, da ist ja diese Rutsche, die sie da aufgebaut haben. Wie so ein Korkenzieher aufgebaut. Ja. Da waren sie letztens am Rangieren mit dem Anhänger. Da muss man hochklettern. Es sieht so aus. Ja. Ja, das ist ja nur was für junge Leute, ne? Oder? Ja. Naja, das ist... Ich glaube, ja, eher Oma, eher Opa gehen dann nicht mehr hoch. Nee, Opas nicht mehr, ne. Omas auch nicht. Na gut, ich bin auch Opa und ich würde dann noch hochgehen. Ich nicht. Was ist das denn hier Interessantes? Oh, das wird noch. Das klappen sie noch auseinander, Überraschungspaket. Huh. Ist das hier so ein Temperaturmesser? Nee. Das sind Scheinwerfer. Aha. LED-Scheinwerfer. Budeln. Escape. Ja, alle mit dem Roller unterwegs. Und nachts, da fahren dann immer die städtischen Reinigungsfahrzeuge über den Platz rüber und machen alles
schön sauber, ne? Ja, ja, klar. Ja, das merken wir gar nicht. Für uns ist das alles so selbstverständlich, wie es immer ist. Ja. Aber da steckt im Hintergrund eine Menge Leistung hinter. Ja. Ja, kommen wir noch mal ein bisschen. So, hier war das ja gestern mit dem rauen Walzwerkton, ne? Nee, vorgestern. Vorgestern, genau. So. Haben Sie dann aufgegeben? Weil so viel mehr ist dann ja nicht mehr passiert, ne? Nee. Oder sogar gar nichts. Nö, nee, gar nichts. Sie haben nur diesen Anhänger positioniert. Und ja, okay. Na, ich gehe davon aus, dass die anderen Sachen noch nicht geliefert sind. Aha. Nicht geliefert. Ja, das steht ja nirgendwo was rum, wo die ganzen anderen Teile sind, ne? Mhm. Ja, das kommt wohl noch. Ja. Und weiter geht's. Aber hinter dieser Fassade, da ist jemand beschäftigt, was immer er tut. Ja. Hier wird wieder alles geputzt. Dann machen wir mal einen Bogen rum. Mandelhaus. Schraub, schraub, schraub. Hallo. Hier ist noch ein No-Limit. Toiletten. Ja. Ja. Also Toiletten gibt's reichlich. Ja. Guck mal, das ist auch Hongkong Asia. Auch Nudeln. Nudeln der Extraklasse. Das ist ja schön. Hongkong. Klar. Oh, hier tut sich jetzt was. Ja, habe ich schon gesehen. Das ist der Biergarten, ja? Ja. Oh ja, Sonnenberg mache ich. Das gehört mit dazu. Das ist ja unheimlich viel Fläche, was die haben. Da kannst du laufen. Ja. Und das muss alles hinterm Tresen gefertigt werden, ne? Ja. Hinterm Tresen ist wahrscheinlich nicht so viel Platz. Ja, das ist ein straffes Management. Island? Ja, irgendwas kommt ja da natürlich wohl noch hin. Blümchen stehen schon, ne? Ja, es lockt die Leute an, ne? Licht und Blumen und kleine Kneipe. Musik, ja. Glitzer. Und andere Menschen. Ah, jetzt ist es hier schon weiter mit dem Autoscooter. Letztes Mal, als wir hier waren, da war das Dach noch nicht aufgebaut und der Boden war auch noch nicht drin. Hier ist ja auch ein Seiteneingang. Ist auch wieder ein Eis. Ja. Ein Eisgeschäft. Ja. Ja, und dann auf der rechten Seite zwei Fischgeschäfte. Mhm. Ja. Mhm. Das Glückshaus zur Linken. Tropft noch. Da werde ich nicht mit der Kamera runtergehen. Ah ja. Ist noch nass. Aha. Und jetzt werden die gefühlten 10.000 Lampen reingedreht. Nein, nein, nein. Hallo. Alles passend und richtig in der Farbe. Wie, die waren vorher alle ab, oder wie? Ja, nehme ich wohl an, sonst würden sie sich ja nicht reinbringen. Haben Sie die vorher alle abgehabt, die Lampen? Nee. Ja, genau. Das wäre ja eine Mörderarbeit sonst. Und jetzt gucken Sie, ob was kaputt gegangen ist, ja, und tauschen aus. Ist ja auch schrecklich. Ja, toll, dass die Na ja, gut, geht. Okay. Jeder Job hat so Sonne und Schatten, ohne geht's ja nicht. Schön, freuen wir uns schon drauf. Danke. Tschüss.
Ein bisschen Technik hier. Ja. Mhm. Ja. Ja. Und dann gehen wir jetzt also mal links. Also es gibt einen Techniker, der für den Schützenplatz sich zur Verfügung stellt und der hat auch Ersatzteile. Aber ja, für. Aber der ist jedes Jahr bei uns unser Gast. Ja, das, ja. Dann gibt es wieder irgendeinen Notruf und dann ja, ja, kommt er in Windeseile und schläft dann auch bei uns. Ja. Hallo. Cheesebox. Cheesebox? Mhm. Ja, wie der Name. Gebackene Käsespezialitäten. Heiße Baguettes. Gemüse im Teigmantel. Und dieses Crêperie. Brunet. Ja, hier wird noch geschraubt. Es gibt doch jedes Mal, wenn wir kommen, wieder so viel Neues zu sehen. Ja, naja, hat er ja gesagt, dass die Auswahl, es müssen also so und so viele Alte müssen natürlich dabei sein, ja. So und so viel für Kinder und so und so viel immer wieder was Neues. Ja. Und als ich das gelesen hatte, wer denn alles auf dem Platz sein wird und so viele, sie haben immer dieses Neu so hervorgehoben gehabt. Warte mal. Auf dieser Information. Mhm. So, hier ist dann wieder was für die Kleinen. So eine Art Bungee-Jumping. Mhm. Passt. Und da habe ich mir gedacht, wieso muss man eigentlich immer neu haben? Warum kann man nicht mal zufrieden sein? Ja, ich bin ja immer so jemand, der klammert so an alten Sachen. Weil wenn was gut ist, dann kann das ja auch so bleiben. Naja, das kommt ganz drauf an. Also ich sage mal, im Computersektor verfluche ich manchmal auch, sage ich mal, oder bei den Handys und alles auch immer manchmal die Updates. Ja. Da dachte ich mir auch, hier. Apropos, da sind die Barhocker hinzugekommen. Ja. Aha. Also es geht voran. Innen drin wurde auch schon weiter aufgebaut. Ha, darf ich mal gucken? Nö, das machen wir später. Wollen wir lieber nicht? Nö, lieber nicht. Wenn es fertig ist, machen wir das dann. Okay. Und also habe ich das auch teilweise das Essen echt. Das gibt's jetzt hier auch. Ja, echt verflucht. Aber das ist nicht gut. Dieses immer Updates und noch mehr und so weiter. Naja, für was sind Updates? Meistens ist es ja immer so, dass es geht doch alles in diese Richtung KI rein und letztendlich hast du die Sache mit dem Terminator. Ja, nein, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Also die meisten Updates dienen eigentlich, um irgendwelche Sicherheitslücken zu schließen. Ja, dafür sind sie hauptsächlich da. Und da ja nun die Hackerwelt und die Bösewichte im Netz ja nicht weniger werden, sondern immer ideenreicher, müssen die natürlich auch immer nachziehen. Ja, sie finden also immer wieder ein Schlupfloch, wo sie rein könnten. Und das muss natürlich schleunigst gestopft werden. Ja, aber es ist auch so, dass du ständig aufgelauert wirst. Du kannst dich überhaupt nicht mehr bewegen. Man weiß genau, für was interessierst du dich. Das merkst du, wenn du zum Beispiel so die Idee hast, ach Mann, ey, jetzt einfach mal ein paar Urlaubsangebote ansehen, auch wenn man nicht in Urlaub fährt. So ein geistiger Ausstieg sozusagen. Und danach, egal was du im Internet sehen möchtest, kriegst du ständig Angebote über Urlaub. Mhm. Ja, du wirst aufgelauert. Mhm. Völlig egal, was du machst. Das ist nicht schön. So, das war unser Spaziergang heute. Und wie man so schön sagt, Fortsetzung folgt. Tschüss. Tschüss.